Wiccan oder Hexer, eine elitäre, geheimnisvolle Kaste von Kriegsmönchen. In den Sagen der Leute haben sie magische Kräfte und übermenschliche Fähigkeiten. Man glaubt, dass sie gegen böse Geister kämpfen, gegen Monster und alle Formen dunkler Kräfte. Es könnte sein, dass Hexer Tieraugen haben, die sie auch in der Dunkelheit sehen lassen. Die somit ihre Chancen gegen Kreaturen in der Nacht oder unter der Erde erhöhen. Kobolde, Vampire, Ghule. Mit ihren Silberschwertern töten sie Gegner magischen Ursprungs, wie Erscheinungen, verfluchte Seelen und Striegen. Ihre Schwerter aus Meteoritenstahl ziehen sie gegen nicht-magische Bestien. Und gelegentlich gegen Menschen, die für geleistete Dienste die Bezahlung verweigern. Hexer kämpfen in Trance, durch Selbsthypnose oder den Konsum toxischer Substanzen. Sie fechten mit völliger Hemmungslosigkeit, fühlen keinen Schmerz, ignorieren auch schwere Wunden. Was die Mutmaßungen über ihre Fähigkeiten bestätigt. Zweifellos werden Hexer für üble Wesen gehalten, die das gemeine Volk schon durch einen Blick ins Unglück stürzen können. Als Protagonisten und Helden fanden die Hexer Eingang in die Sagen und Legenden der Nordlinge. Vor allem der Hexer Geralt von Riva, bekannt als der Weiße Wolf. Eine dieser Legenden soll nun erzählt werden.